Moin Pyros, was geht ab? Pyro for Life KD ist mal wieder am Start. Heute mit einem Video, nämlich meine persönliche Feuerwerkseinkaufsliste für die Einkaufstour 2022-2023. Wie gesagt, meine persönliche Einkaufstour, was ich mir wahrscheinlich auch dieses Jahr auf jeden Fall mitnehme. Steht natürlich nicht alles hundertprozentig fest, das kann sich auch immer wieder was ändern. Wenn manche Sachen auch nicht da sind, dann vielleicht Alternativartikel oder so. Aber das ist so eigentlich der Plan, den ich jetzt habe. Egal, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Fangen wir mit Aldi an. Und zwar nehme ich mir einmal Veko Lollipop mit. Das ist hier das Familiensortiment für 4,99 €. Wird ein kleines Testvideo sein. Ist halt viel Klasse 1 auch mit drin, aber ich werde es definitiv mal testen. Gerade auch wegen den Raketen, da bin ich halt sehr gespannt. Und ihr habt da 6 Raketen drin für 5 Euro. Allein deswegen lohnt sich das jetzt schon, ne? Ansonsten zweimal Eruption, das ist die ungelabelte Elysium. Ja, Elysium, genau. Werde ich mit zweimal definitiv mitnehmen. Für zwischendurch geht das richtig klar. Dann als nächstes Veko Dynamite Bag für 1,99 €. Das ist ein Böller-Sortiment hier unten für 1,99 €. Hab da eine große Vielfalt an Feuerwerksknallkörpern. Hier haben wir Silberkracher drin, Superböller 1, D-Böller, Pyrocrack, A- und B-Böller auf jeden Fall noch. Für 1,99 € könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Wenn ihr ein bisschen Böller haben wollt, dann könnt ihr das definitiv mitnehmen. So, dann einmal die kubischen Kanonenschläge für 3,99 €. Die haben wir direkt hier oben. Oben rechts in der Mitte. Für 3,99 € könnt ihr da wirklich nichts falsch machen für den Preis. Richtig, richtig geiler Preis für 15 Kubis, ehrlich. So, dann einmal die Fantastic Four. 4 Bombenrohre für 2,99 €. Auch klare Kaufempfehlung, könnt ihr echt nichts falsch machen für den Preis. Ich werde sie aber auch nur einmal mitnehmen, weil ich hatte die auch schon ein paar Mal. So, dann einmal Veko Double Power. Double Power für 3,99 €. Auch klare Kaufempfehlung. Bombenrohre für zwischendurch mit sogar bunten Sternen drin. Könnt ihr für den Preis echt nichts falsch machen. Dann das Jackpot-Sortiment. Alter, das ist ja eine wilde Liste hier. Alter Klassiker, Jackpot-Sortiment. Viele Leuchtartikel, bisschen Knallkörper. Kann man echt nichts falsch machen für den Preis. So, dann die Art of Light. Das ist das schöne Sortiment hier. Viele Fontänen mit dabei. Ich hab Bock drauf. Deswegen nehme ich es mir einmal mit und für 9,99 €, denke ich, kann man nichts falsch machen. Dann die Pegasus einmal. Pegasus, das ist eine Fontäne für 2,99 € und ein alter Klassiker mittlerweile. Kann man nichts falsch machen für den Preis. Ist eigentlich all die Jahre mindestens einmal bei mir im Einkaufskorb drin. Dann die Artus, auch eine kleine Batterie hier unten. Mal schauen. Werde ich testen, ist auch neu. Quasi. Bin ich gespannt drauf. Dann haben wir die Poison als nächstes hier auf der Liste. Die wird zweimal mitgenommen. Ist ganz am Anfang für 3,99 € eine geile Zerlegerbatterie. Echt. Da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Dann werde ich mir das erste Mal dieses Jahr mitnehmen. Barracuda. Hier haben wir sie für 14,99 €. Ich denke, das wird schon eine sehr geile Batterie sein. Einmal von Veko Heavy Metal Reloaded. Für 12,99 €. Die haben wir hier. Eine Pyromult-Batterie. Soll sehr gut sein. Und ich denke mal, für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. Werde ich mich selber überzeugen. Dann haben wir als nächstes Veko Blowout für 19,99 €. Hier unten die Blowout. Neu tatsächlich. Bin ich gespannt auf jeden Fall. 27 Schuss XXL Power Batterie. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich habe sie tatsächlich auch gegoogelt, habe aber nichts gefunden quasi. Also kein Video irgendwie. Weiß ich nicht, ob man bei Aldi noch Videos gucken kann. Da müsste ich mich aber jetzt ranhalten. So, das war auf jeden Fall Aldi. Bei Aldi sind das dann 102,44 €. Kann man definitiv machen. So, dann als nächstes das Lidl-Prospekt. Beim Lidl werde ich mir auf jeden Fall einmal die Veko Gold-Raketen für 8,99 €. Richtig geile Raketen, waren sie zumindest damals. Bin ich gespannt drauf. So, dann direkt daneben einmal hier Veko High-Speed-Bombs für 9,99 €. Das haben wir direkt hier neben. Alter Klassiker,
muss sein. Als nächstes hier oben einmal Vego Twister für 4,99. Das sind die guten Stücke. Ähnlich wie Funke Tornado-Wirbel oder von Röder die Heulsuse. Werde ich mir auf jeden Fall einmal mitnehmen. Dann haben wir hier einmal Vego Stormy Flash. Das ist die schöne Batterie hier unten. Das ist eine schöne Wirbelbatterie. Für 12,99 denke ich, kann man nichts falsch machen. Dann haben wir die Skyshot. Zweimal sogar die Skyshot. Aha. So, zweimal die Skyshot. Warum ich die zweimal nehme und Fantastic Four nur einmal, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste aber eigentlich alles das gleiche sein. Egal. Dann einmal die Double Flash daneben. Das ist genauso wie beim Aldi auch. Werde ich mir trotzdem einmal da mitnehmen. Der Devil. Hier ist sie für 14,99 eine geile Batterie, ohne Scheiß, Leute. Dann zweimal die kleine Discovery zum Warmschießen, ideal. Eine kleine Zerlegerbatterie für 2,49. Das müsst ihr euch reinziehen. Der Preis allein schon, das ist atemberaubend. Dann einmal die Laser. Einmal die Laser, 2,99. Auch schon alter Klassiker. Bin ich sehr gespannt drauf, wie die dieses Jahr wird. Dann darunter haben wir dann direkt einmal Vico Flashbang. Klassiker, brauche ich nichts zu sagen. Einmal das Kracherentferner zum Testen. 2,99 kann man eigentlich auch machen. Dann nehmen wir noch mit kubische Kanonenschläge dreimal. Für 1,99 werde ich mir auch ein paar Mal mitnehmen. Dann das Fire Fantasy. Natürlich, alter Klassiker. Ein schönes, klassisches Familiensortiment. Besser geht's nicht, würde ich sogar behaupten. Und das dann auch noch für den Preis für 7,77. Vego Alligator. Die wird auch zweimal mitgenommen. Auch alter Klassiker. Ist eigentlich immer, all die Jahre, immer schwächer und schlechter geworden. Ich werde sie mir dieses Jahr trotzdem mitnehmen. Einfach aus Nostalgiegründen. So, dann haben wir einmal das Neuspektakel. Das ist tatsächlich sogar teurer geworden. 4,99. Davor 3,99. Wird trotzdem einmal mitgenommen, weil es einfach ein schönes, klassisches Fontänensortiment ist. Vego Big Surprise. Hier unten haben wir sie. Für 16,99 bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Unforgettable natürlich ist auch dabei. 500 Grammer Batterie ist eine sehr geile Batterie, gefällt mir sehr gut. Ja, deswegen auch einmal in meinem Warenkorb. Einmal Vego Powerbox für 4,99. Da ist die Powerbox 4,99. 100 Schuss ist eine reine Kometenbatterie. Habe ich aber Bock drauf. Fragt mich nicht, könnt mich gerne in den Kommentaren auslachen. Aber ich habe einfach Bock drauf, weil es die jedes Jahr beim Lidl gibt. Weil es die auch damals ab und zu mal gab. So, und ich habe einfach Bock drauf. 3 Jahre kein Lidl-Einkauf mehr getätigt, da muss die Powerbox mit rein. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ist mir egal, so nach dem Motto. Auf jeden Fall haben wir dann einmal Vego Firefly für 17,99. Das ist eine Seite weiter. Ja, hat quasi so einen Fischeffekt mit dabei. 500 Grammer, die wird, denke ich mal, ordentlich scheppern. Und deswegen auch einmal mit dabei. Und natürlich ein alter Klassiker, Uranus von Vego für 6,99. Direkt hier neben auch ein sehr alter Klassiker, damals sehr oft gehabt. Und das Ganze sind wir dann bei 174,53. So, das war's mit Lidl. Dann sind wir jetzt auf der nächsten Seite, nämlich mit Penny. Guthaben ca. 60 Euro. Warum ich das da hier hingeschrieben habe, ist ein kleiner Pyro for Life KD Geheimtrick. Wenn ihr Payback-Punkte sammelt, ne, könnt ihr die auch für Feuerwerk einlösen. Deswegen, also mehr als das, was ich jetzt momentan an Punkte habe, möchte ich nicht ausgeben. Das sehe ich dann quasi als geschenkt. Ne? Also deswegen ist es auch nichts Großes und ich nehme mir einfach das mit, dann wo ich mir dann denke, ja, nimmst du einfach mit. Leider habe ich kein Penny Prospekt dabei. Und als erstes das Fire Cocktail von Vego, das haben wir direkt hier. Ne? Ist ein schönes Fontänensortiment. Dick bepackt, auf jeden Fall Color Sprüher sind dabei, Vesuve, römische Lichter. Für 9,99 ist es eigentlich ein geiles Fontänensortiment. Superion auch für 9,99, da muss ich selber mal schauen. Das ist unten das Raketensortiment. 130 Teile. Werde ich eventuell mir noch überlegen, ob ich das hole oder stattdessen vielleicht das Luna für 19,99. Wie gesagt, das ist geschenkt und Testvideo wird dann folgen und wenn es halt wirklich dem Preis gerecht ist, dann kann ich da dann auch eine Kaufempfehlung sprechen. Ne? Also es ist halt wirklich nur zum Testen so, ob sich das auch für den Preis lohnt. Dann auf jeden Fall nehme ich mir definitiv noch daneben hier die Laser mit für 14,99. Die haben wir hier auf dem Prospekt. Sieht auch nicht verkehrt aus. Ihr merkt, ich habe schon richtig Bock auf so
Familiensortimente. Einfach weil lange nicht mehr gehabt. Dann haben wir hier die Fireballs für 5,99. Ist eine römische Lichterbatterie. Habe ich einfach Bock drauf, weil früher als Kind auch oft gehabt. Ich habe einfach Bock drauf. So, dann die High Flyer für 7,99. Das ist hier auch ein Raketensortiment. Ja, es werden viele Raketensortimente geben. Über 120 Teile auch noch mit bisschen Kleinkram dabei. Dann haben wir als nächstes einmal Veko Barbarian für 12,99. Soll richtig fette Zerleger haben. Wie gesagt, nehme ich mir mit zum Testen. So, als nächstes sind wir bei Kaufland. Bei Kaufland werde ich mir dreimal die Bloody Mary holen. So, hier dreimal die Bloody Mary für 4,44. Ja, eine Klassiker-Batterie. Habe ich einfach Bock drauf. Und eine Sache, die nicht im Prospekt drin ist, aber eventuell auch dabei sein wird. Dreimal Kanonschläge für 6,90 €. Sind wir hier bei 20,22 €. Und beim Penny sind wir dann bei 61,94 €. Je nachdem, ne? Kann sich ja immer variieren. So, bei Netto bin ich noch planlos. Genau das gleiche wie mit Payback. Deutschlandcard auch. Bei Edeka ist mir das dann ein bisschen zu schade. Dann hole ich mir lieber bei Netto irgendeinen Kometkram, weil dann tut das Geld auch nicht weh, falls es wirklich ein großer Reinfall ist. Und ihr habt den Vorteil, ihr könnt dann auch die Batterien sehen und ihr könnt euch ein Bild von machen, weil Komet gibt es ja selten eigentlich so auf YouTube. Weiß ich nicht, ob ich mir dann so ein Raketensortiment hole oder ich hole mir vielleicht das Golden Sky, weil das soll sogar eventuell gut sein. Kann ich euch nicht sagen. Deswegen steht hier auch nichts drin. Das werde ich dann einfach vor Ort mir sagen. Ey, yo, das nimmst du mit, das nimmst du nicht mit. Feuerwehr Hannover werde ich definitiv auch anfahren. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt auch alle Sachen da hat, die ich jetzt hier aufgelistet habe. Das werde ich dann alles im Ladenverkauf dann halt sehen. Prospekt ist auch schon online von ihm, ist aber nur eine Doppelseite. Müsst ihr mal auf Instagram schauen, wenn ihr irgendwie näher Hannover kommt. Ja, auf jeden Fall, wenn er die dann hat oder wenn er die Artikel hat, dann würde ich mir Funke Condor nehmen für 7,99 €. Das war der Stand jetzt im Onlineshop. Trillerraketen in der Pappschachtel, 12,99 €. Trillerraketen im Beutel für 5,99 €. Funke Weißblinker Pink, 26,99 €. Römische Lichter, 10 Schuss, 4,99 €. Silberblitzraketen, 8,99 €. Funke Corolla Variations für 29,99 €. Tornado-Wirbel für 5,99 €. Zweimal knallfrische C für 3,98 €. Argento Thunderbolts, die hat er auf jeden Fall dabei. Genauso wie die knallfrische, habe ich gesehen. Und einmal die Argento Goya für 39,99 €. Sind wir insgesamt bei 153,88 €. Ansonsten, Zimmermann, weiß ich mir echt nicht, was ich mir hier hole. Keine Ahnung. Ich werde dann einfach auch spontan hinfahren. Das wird dann einfach nur ein Laden sein. So, ja, guckst du mal, wenn du ein bisschen was über hast. Cracking Monster hört sich sogar eventuell gut an. Vielleicht die President Pyro, ich weiß es nicht. Oder hier von Nico diese kleinen Batterien. Roter Corsair eventuell wird sich einmal mitgenommen. Rocket Strike würde ich mir definitiv mitnehmen. Aber ansonsten müsste man alles schauen, gucken, worauf man dann so auch Bock hat. Weiß ich nicht. Geoshocks werde ich mir holen. Retro-Kollektion würde ich mir auch holen. Das sind so die drei Sachen, die ich mir dann eventuell auch holen würde. Ja, ansonsten Thomas Phillips ist halt weiter außerhalb. Deswegen eventuell. Oder Wriesmann ist auch außerhalb. Ne? Muss man auch ein bisschen länger fahren. Eventuell. Weiß ich nicht. Oder Wiglo ist auch weiter außerhalb so von mir. Deswegen, ich weiß es nicht. Deswegen keine festen Listen. Wenn was überbleibt, wird dann dahin gefahren. Wenn nicht, dann nicht. So, dann kommen wir auch zum letzten. Einmal Norma. Und jawohl. Norma, das erste Mal dieses Jahr. Freue ich mich am meisten überhaupt. Auch wenn es wieder Lidl, Aldi und so gibt, auf Norma freue ich mich ganz besonders, weil ich damals auch kein Norma hatte und ich war immer scharf auf Ultimate Mix, Rocket Rally, Metalhead sowieso. So auf die Sachen war ich immer richtig heiß drauf, deswegen auf jeden Fall das Ultimate Mix für 6,99 €, ein kleines Familiensortiment, könnt da nichts falsch machen. Rocket Rally 25 Raketen für 29,99 €, ihr habt Ringraketen sogar mit dabei, könnt da auch nichts falsch machen. Ja, was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Dr. Pyro für 16,99 €, eine geile Batterie, könnt ihr auch nichts falsch machen. Fette Zerleger, 30 mm, 500 g Batterie, kann man machen, definitiv. Dann hier unten die Outlaw, ist auch eine sehr schöne Batterie, für 6,99 €, kann man das auch super, also für 6,99 € kann man das auch sowieso machen. Ansonsten habe ich hier noch aufgeschrieben, einmal das Metalhead,
ist hier unten. Auch sehr geile Raketen, damals definitiv gewesen. Werde ich mir definitiv mitnehmen. Einmal Funky Fountain für 2,99 von Nico. Für 2,99 denke ich, kann man das definitiv mal machen. Ja, Shooting Stars werde ich mir auch mitnehmen. Habe ich aber jetzt nicht aufgeschrieben gehabt. Ansonsten haben wir hier die Schwesterbüro für 8,99. Ist quasi die kleine Version von der Dr. Pyro. Crackling Balls. Crackling Balls, ganz normale 3er Schachtel für 2,99. Wird sich trotzdem einmal definitiv mitgenommen. Katana, das Böller-Sortiment für 3,99. Einfach Nico Böller zum Testen. Denke ich, wird auch ein schönes Video sein. So, dann einmal die Magic für 2,99. Die haben wir hier unten. Bin ich gespannt. Lass ich mir einfach überraschen. Dann haben wir hier einmal die Mephistos Fire für 3,99. Bin ich einfach nur gespannt. So, dann noch als letztes die Task Force von Nico für 4,99. Die haben wir hier unten. Werde ich mir auch definitiv einmal mitnehmen. Dann sind wir hier bei 93,88. Haben wir dann noch Jawohl auf der Liste. Da ist es erstaunlicherweise nicht viel. Es wird sich nur der D-Schinken geholt für 3,99. Und auch das nur einmal. Dann das Super Sky für 15,99 mit 27 Raketen und ansonsten einfach nur ja für ein Video, um es halt einfach zu testen, das Knockout-Sortiment von Komet mit A, B, Pyro-Trackern, Super 2 und D-Böllern drin. Aber ansonsten muss ich sagen, haut mich das Kaufland-Prospekt jetzt nicht wirklich, Jawohl-Prospekt nicht wirklich um. Das war's auf jeden Fall mit der ganzen Einkaufsliste von mir persönlich. Vielleicht konnte ich euch jetzt noch ein bisschen inspirieren und ihr schreibt vielleicht den ein oder anderen Artikel um, was ihr vielleicht dann auch nochmal mitnehmen würdet. Wenn ja, freut mich das sehr, dass ich euch dann so noch ein bisschen geholfen habe, auch wenn es dieses Jahr jetzt keine Listen von mir gab. Aber ich denke, da sind genug andere Leute, die das auch schon gemacht haben für euch. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mal auf sowas Bock hättet, dann schreibt mal unter dem Video jetzt einfach mal fürs nächste Jahr, dass ich dann Bescheid weiß, dass ich mich dann darauf eher vorbereite und dann eventuell auch so ein Video machen würde. Ja, wie gesagt, einfach unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr auf nächstes Jahr auf sowas Bock habt, dann wird's getan, dann werden wir das auch tun, beziehungsweise ich würde das auch für euch tun. Dass ihr auch kein Blödsinn kauft, meine Freunde. So, und das ist das Endresultat. 569,92 €. Ja, wie gesagt, ein bisschen ist noch was dabei. Für nebenbei, falls man was Spontanes sieht oder man sich doch umentscheidet, dass man noch ein bisschen was auf Reserve hat. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Leute, morgen ist es soweit. Lasst es ordentlich krachen. Holt euch den Stuff, auf den wir 3 Jahre gewartet haben. Ja, ich hoffe, ihr werdet eine erfolgreiche Einkaufstour haben. Das nächste Video wird wahrscheinlich meine Einkaufstour sein. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei der Einkaufstour. Kriegt alles. Hoffentlich kriegt ihr auch alles. Und habt Spaß. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Pyros. Euer Pyro von LiveKD.